Mit der Ausstellung Essay on Exchange von Damian Ortega zeigen wir den 16. Zurich Artpreis Gewinner. Damian Ortega ist 1967 in Mexico City geboren, wo er auch lebt, und er ist der Kunstwelt spätestens seit seinem Venedig-Auftritt im Jahr 2003 mit der Arbeit Cosmic Think. Das war ein VW-Käfer, das VW-Käfer-Auto, das in Einzelteile zerlegt war. Spätestens mit dieser Arbeit ist er sehr bekannt geworden. Für die Ausstellung im Museum Haus Konstruktiv hat er etwas ganz Besonderes zusammengestellt. Er ist von den ursprünglichen Arbeiten und Schaffen, kreativen Schaffen, nämlich einen Tonklumpen ausgegangen. So ist die Ausstellung Essay on Exchange tatsächlich wie als Essay zu lesen, also eine Art Aufsatz in insgesamt 12 Kapiteln. Wenn man den Raum betritt, finden wir 10 verschiedene Vitrinen. Wir finden eine Bodenarbeit, wir finden eine hängende Installation. Und hier werden uns wie in einem sprachlichen Essay verschiedene Geschichten erzählt. Wichtig ist dabei, dass Damian Ortega nicht von einem Konzept grundsätzlich ausging und dieses umgesetzt hat, sondern er hat sich vom Prozess selbst, vom Prozess des Tonformens leiten lassen und hat von einer Form die nächsten weiterentwickelt. Wir begegnen wunderbaren Fragestellungen und Themen. Wir finden beispielsweise in einer Vitrine das Thema der Quantifizierung, wo also aus einer Kugel werden addiert 2 Kugeln, 3, 4, 5. Irgendwann kann das die Hand nicht mehr fassen und Zählung wird abstrakt. Dann beginnt man mit den Falten von Stoffen, dass beispielsweise 1x, 2x, 3x, 4x Falten und so weiter die Zählung weiterführt. Ebenso führt es Damian Ortega aber auch vor, wie mit in der Natur vorkommenden Samen, Maiskörnern, Kakaobohnen eine Art Tauschhandel sich entwickeln begann. Und er erzählt dies in einer Vitrine, wo wir beispielsweise auch von einer Maiskolbenfigur bis hin zu den Tortillas eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten der Anwendungen vorfinden. Damian Ortega lässt sozusagen das Assoziative weiter spielen und er kommt vom handgeformten Klumpen hin zu den Perlen, zu den handgeformten kleinen Tonkugeln mit Löchern durch, die es ermöglichen, beispielsweise etwas auf einem Faden zu sammeln, zu akkumulieren. Daraus entsteht beispielsweise eine Art Kalender. Ebenfalls, wenn man die Formen flacher drückt, so ist seine These, wird aus dieser Kugel ein Rad. Also er stellt in einer Vitrine beispielsweise die Frage, ob sich aus dem Rechensystem, dem Abakus, ein Rad entwickelt hat. Es gibt viele dieser wunderbaren Geschichten, in die es sich sehr, sehr lohnt einzutauchen. Damian Ortega ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Er hat jede einzelne Form, jedes einzelne Objekt in dieser Ausstellung selbst geschaffen und stellt uns im ersten Stock der Ausstellung noch einen Epilog zur Verfügung, wo wir in 2 Videoarbeiten eintauchen können und wo wir bei genauem Hinsehen merken, dass dieser Epilog uns eine kritische Frage zurückwirft. Wir vermeinen dort nämlich sehr interessante Tiere aus der Wasserwelt zu sehen, einen Rochen, ein Seepferdchen oder einen Aal. Und beim genaueren Hinschauen entpuppen sich diese Figuren als aus Plastik gebildet. Von daher bleibt sozusagen eine kritische Anmerkung als Epilog in diesem Essay on Exchange zurück.